Es ist mal wieder Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Ich habe ein ganz besonderes mitgebracht von Milena Jesenska. Prager Hinterhöfe im Frühling, Feuilletons und Reportagen von 1919 bis 1939. Wer war Milena Jesenska? 1896 ist sie geboren worden, stammte aus einer bürgerlichen Prager Familie und zog 1918 nach Wien. Für die tschechische Zeitung Tribuna schreibt Milena erste Reportagen über das Leben in Wien und übersetzt ins Tschechische wie auch Kafkas Texte. So lernt die Journalistin 1920 Franz Kafka kennen und lieben. Kafka und Milena. Über die wenigen Jahre bis zum Tod des Autors 1924 sind es 150 Briefe und zwei Treffen, die die beiden aufs Engste verbinden. Ab 1922 schreibt sie für die größte und bedeutendste tschechische Tageszeitung Narodni Listy. Im Sommer 1925 entstehen für diese Zeitung Artikel, die als Briefe von einer Reise in das fiktive Dorf Hinterhut gestaltet sind. Briefe aus Hinterhut 7. Nachbarn im Stockwerk über uns. Im Garten, da steht eine Kiefer und in ihr hängt, da hängt ein Nest und darin wohnt, da wohnt eine Elsternfamilie. Und wie bei jeder Familie, hienieden, nichts Irdisches ist ihnen fremd. Im Frühjahr waren sie enorm gut gelaunt, schrien über das ganze Dorf hinweg, das Haus hallte wieder von Elstergeschwätz und ehe sich die Sonne auf das schräge Fenster meiner Dachwohnung setzen konnte, saß da schon Frau Elster. Das war ein Radau um den Bau des Nestes. Alle möglichen Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten. Ob der Schrank an die Wand soll, der Tisch in die Mitte, die Betten nebeneinander, das Schlafgemach gen Osten hinaus. Ob zwischen den Zweigen zum Stamm hin oder auf einem Zweig außen. Und nach langem Gezänk hing das Nest schließlich wie ein Korb am Mast, fast ganz oben im Wipfel der Kiefer. Dann verstummten die Nachbarn für einige Zeit. Es gab zu tun mit den Eiern und mit der Nahrung. Auf einmal war so fürchterlich wenig Platz. Die Hausfrau machte sich breiter und breiter, der Hausherr war ständig auf Futtersuche, für Geschrei war da keine Zeit und beinahe hatten wir die Elsternfamilie vergessen. Und gestern höre ich, auf der Kiefer sagt jemand mit ernster und weiser Stimme, zick, zick, zicker, und daraufhin zwitschern viele einfältige Stimmchen, zick, zick, zicker, zicker, zicker. Die Alte bringt ihren Jungen bereits das Fliegen bei. Eine ja ganz ungewöhnliche Sache. Und ich habe ja auch schon vieles darüber gelesen, sehr vieles. Aber gesehen habe ich es noch nie. Für wahr, es gibt nichts Spannenderes als gewöhnliche Sachen. Fünf Elsternkinder saßen auf der Kiefer und lernten sich zu bewegen. Die Mama hatte sie vernünftigerweise oben zwischen Himmel und Erde sitzen lassen. Macht es mir einfach nach. Den Jungen blieb nichts anderes übrig, als sich hinter der Mutter herzubemühen und siehe, da es ging. Wie komisch das in der Welt zugeht. Jedes kleine Geschöpf muss alles ein erstes Mal für sich entdecken und jedes Junge entdeckt sich und die Welt mit viel Geschrei, als hätte es etwas Neues gefunden. Etwas unerhört Neues. Und diese Freude, dieser Stolz, diese Aufgeblasenheit und die Lautstärke. Ich lache hoch zu den Jungen, bis die Alte beleidigt ist. Zick, 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 sagt sie. Du da unten, zick, halt den Schnabel und lach nicht. Du bist kein Deut besser. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich auch einen echten Specht gesehen. Bisher kannte ich ihn nur ausgestopft aus der Schule. Und genau so saß er jetzt auf dem Baum wie damals auf dem Katheder. Heißt das Katheder? Stimmt. Katheder, ja. Heißt das so, ja. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich auch einen echten Specht gesehen. Bisher kannte ich ihn nur ausgestopft aus der Schule und genau so saß er jetzt auf dem Baum wie damals auf dem Katheder. So schräg, senkrecht an dem Stamm angeklebt. Das war in einem wunderbar tiefen Wald mit grauen Stämmen und scharfem, feinem, hohen, moosgrünen Gras. Der Specht hing an dem Stamm wie ein smaragdener Schatten des smaragdenen Waldes und klopfte. Er sah aus wie ein alter, knausriger Schatzgräber, ängstlich in seiner Raffgier. Und als er mich sah, floh er nicht in sich aufwärts schwingenden Bogen wie andere Vögel, sondern tauchte kopfüber hinab ins Gras wie ein schwerer Stein. Ließ sich von dort auch mit keinem Mucks hören, als hätte er ein schlechtes Gewissen. Auf den frischen Stoppelfeldern Scharen von Spatzen. Die Felder ziehen sich weit, die Stoppeln stehen ruppig und steif und auf jedem Feld eine Spatzenschar.
Abends, wenn die Sonne versinkt, lange nachdem die goldene Stunde verblichen ist, erhebt sich der Schwarm auf dem hintersten Feld in einer Spirale nach oben und alle Schwärme auf den Feldern erheben sich in Spirale nach oben, als sprengen stählerne Federn aus der Erde hervor. Und in den Lüften vermischen sie sich, kreisen ständig und unermüdlich kreisen, werden sie mehr, ordnen sich, kreisen, ständig kreisen und da ist dann die letzte Spirale nach oben geschnellt, fliegt der Schwarm, als hätte jemand sie alle einzeln und dennoch gemeinsam ausgestreut über die Wälder. Vom Waldrand kehren sie im Bogen über die Felder zurück und wieder geht's zu den Wäldern hin. Der Schwarm ist aus geschmeidigem Teig, schrumpft ein, rollt sich aus, kehrt sich und kreist. Der Himmel über ihm ist schon grau, die letzten Wölkchen verloschen. Über den Kronen der Wälder entsteht ein wildes Gewirbel, schon zieht die Nacht am Horizont auf. Sie schreien, schreien, kreisen, kreisen und plötzlich, wie auf Befehl, fährt der ganze Schwarm in den Wald. Plötzlich, wie auf Befehl, ist der ganze Schwarm stumm. Nicht ein einziger Laut klingt aus den Wipfeln der Bäume. Das waren die letzten Bewegungen und Geräusche des Tages. Jetzt beginnen die Geräusche der Nacht. Narodni Listy, 19. Juli 1925. Das publizistische Werk aus den Jahren von 1919 bis 1939 steht gleichberechtigt neben den Werken von Bettina von Armin und Sophie Scholz. Als Journalistin durchbricht die junge Frau die übliche thematische Festlegung auf Mode und Haus. Sie schreibt szenisch lebendige Reportagen. 1925 kehrte Jesenska als erfolgreiche Journalistin nach Prag zurück. Im März 1939 schloss sich Jesenska dem Widerstand an. Und im November wurde sie von der Gestapo verhaftet. Sie starb im Mai 1944 im KZ Ravensbrück. 1994 wurde sie von der Gedenkstätte Yad Vashem zu Gerechten unter den Völkern ernannt. Das Buch ist immer wieder sehr schön zum Lesen und drin blättern und sehr empfehlenswert.